willkommen zur 103. Ausgabe von Gamers.de TV. Passend zu den herbstlichen Temperaturen draußen vor der Haustür widmen wir uns heute einem Spiel, das uns in wärmere Gefilde verschlägt. Gemeinsam mit Ezio Auditore da Firenze begeben wir uns ins wunderschöne Italien. Ubisoft spendiert seiner Erfolgsserie Assassin's Creed auch in diesem Jahr einen neuen Teil und wir hatten bereits zahlreiche Gelegenheiten, Assassin's Creed Brotherhood unter die Lupe zu nehmen. Zuletzt sehr ausführlich auf der Tokyo Game Show. Grund genug, euch einen Monat vor Release darauf vorzubereiten, was euch im neuen Teil erwartet. Und da kommt einiges. Denn anstatt sich auf ihren Lorbeeren auszuruhen, haben die Entwickler von Ubisoft einen ordentlichen Schlag reingehauen und das Spielprinzip der Serie durch neue Features aufgewertet. Allen voran sei hier der Multiplayer erwähnt, den wir bereits seit einigen Tagen fleißig in der Beta testen und der uns bisher uneingeschränkt begeistert. Doch fangen wir von vorne an. Worum geht es in Brotherhood eigentlich? Zeitlich setzt das Spiel unmittelbar nach Assassin's Creed 2 ein. In der realen Welt ist Desmond nach wie vor auf der Flucht vor den Templern. Mehr verrät Ubisoft über diesen Teil der Geschichte bisher allerdings nicht. Doch Desmond begibt sich mittels des Animus ein weiteres Mal in die Rolle seines Vorfahren, dem Assassinen Ezio Auditore da Firenze. Diesen verschlägt es diesmal nach Rom, wo er die Bruderschaft der Assassinen vereinen will, um den Templern den Kampf anzusagen. Mit Rom hat Ubisoft sein bisheriges Meisterstück in der Umsetzung einer Umgebung abgeliefert. Dreimal so groß wie Florenz und mit einer Detailfreude, dass es einem den Atem verschlägt. Hier liefert der Entwickler ganz großes Kino. Ezios primäre Mission besteht zunächst darin, einen Assassinen nach dem anderen zu finden und um sich zu scharen. Ist dies geschehen, können die neuen Gefährten entweder zu Meuchelaufträgen in ganz Europa ausgesandt werden oder Ezio in unterschiedlichen Situationen direkt zur Seite stehen. Die Kollegen können durch ihren Erfahrungsschatz mit der Zeit aufleveln und über die sogenannte Brotherhood Assistance Move Energieleiste zu Hilfe gerufen werden. Je nach Erfahrungsstand können sie mehr oder minder große Gruppen an Gegnern spontan ausschalten. Überfordern soll Solltet ihr sie allerdings nicht, denn sie können auch genauso gut über den Jordan wandern. Neu sind auch die zahlreich in Rom verteilten Wachtürme. Diese muss Ezio einnehmen, indem er die darin befindlichen Gegner erledigt und dann die Spitze des Turms erklimmt, um selbigen in Flammen aufgehen zu lassen. Eine große Schwierigkeit bei der Wahl des Vorgehens sind die unterschiedlichen Verhaltensweisen der Gegner. Einige lassen sich am besten im direkten Zweikampf erledigen, andere wiederum ergreifen sofort die Flucht, um Alarm zu schlagen und sollten am besten still und heimlich von hinten erdolcht werden. Ist der Anführer erledigt, flüchtet ein Großteil der restlichen Gegner und nur die Hartgesottenen müssen im Zweikampf beseitigt werden. Diesen bewältigt Ezio durch weitere Neuerungen. So kann er erstmals im Spiel zur Armbrust greifen und seine Gegner auch auf Distanz ausschalten. Und wächst ihm die Situation über den Kopf, besteht nun die Möglichkeit, mit einem Satz von einem Gebäude auf dem Rücken eines Pferdes zu landen und umgehend das Weite zu suchen. Doch dies sind nur die kleinen Neuerungen, die Assassin's Creed Brotherhood von seinem Vorgänger abheben. Richtig spannend wird es im Multiplayer-Modus. Diesem stehen viele Fans der Serie eher skeptisch gegenüber, da die Vorstellung eines Assassinen-Deathmatch doch nicht so recht ins Konzept von Assassin's Creed passt. Doch Ubisoft war clever und hat seine ganz eigenen Multiplayer-Modi entwickelt. Einer davon hört auf den Namen Wanted und kann in der zurzeit laufenden geschlossenen Beta angetestet werden. Hier versammeln sich insgesamt 8 Spieler, die jeweils einen anderen Charakter aus dem Reigen der Templer übernehmen. Nun erhält jeder Spieler individuell den Auftrag, einen speziellen Mitspieler auszuschalten. Das wäre allerdings nur halb so spannend, wenn da nicht die zahlreichen NPCs wären, die genauso wie die Zielobjekte aussehen. Hier bedarf es Fingerspitzengefühl, das richtige Ziel mit Hilfe eines Radars ausfindig zu machen. Dabei sollte man sich außerdem möglichst unauffällig verhalten, denn auch auf einen selbst sind natürlich andere Spieler angesetzt, die nur darauf warten, einen Hinweis auf ihr Ziel zu erhalten. Die Devise lautet also, sich möglichst wie ein KI-Charakter zu verhalten. Solltet ihr dennoch auffliegen, heißt es, Füße in die Hand nehmen und aus dem Dunstkreis des Verfolgers zu entkommen. Dabei stehen euch verschiedene Hilfsmittel wie Falltore zur Verfügung, die ihr auf eurer Flucht zuschlagen könnt. Je nachdem, wie erfolgreich euch ein Auftragsmord gelingt, werdet ihr im Anschluss mit Erfahrungspunkten belohnt und steigt in Leveln auf. So schaltet ihr neue Fähigkeiten und Gegenstände frei und könnt euch zahlreiche Vorteile verschaffen. Allerdings hat Ubisoft auch in Sachen Balancing nicht geschlafen und macht euch die Sache nicht leichter, wenn ihr besonders gut seid. Je höher ihr in der Rangliste steigt, desto mehr Jäger werden auf euch angesetzt. Entsprechend bekommt ein schwächerer Spieler leichtere Ziele und wenig Jäger zugeordnet.
Bisher gibt es nur den Hinweis auf einen weiteren Multiplayer-Modus mit dem Namen Alliance. Dieser lässt vermuten, dass hier in Teams gemordet wird. Höchstwahrscheinlich wird es aber auch darüber hinaus noch weitere Modi geben und selbst wenn nicht, allein der Wanted-Mode macht Assassin's Creed Brotherhood schon zu einem Muss für Fans der Serie und Multiplayer-Freunden. Am 18. November ist es soweit. Dann könnt ihr Ezios neues Abenteuer im Laden erstehen und selbst auf die Jagd gehen. Wir sind der Meinung, dass sich diese Investition in jedem Fall lohnen dürfte, da alles, was wir bisher vom Spiel gesehen haben, den ebenfalls grandiosen Vorgänger toppt und da kaum noch etwas schiefgehen dürfte. Wollt ihr alle Infos zum Spiel noch einmal im Detail nachlesen, empfehlen wir euch die beiden Artikel zum Spiel auf gamers.de. Diese findet ihr unter den nun eingeblendeten TV-Codes. Wir hoffen, euch hat der Ausflug nach Rom gefallen und ihr seid auch das nächste Mal wieder mit an Bord. In diesem Sinne, genießt die Vorfreude und bis zum nächsten Mal.